Kann hier jemand bitte mal das Licht anmachen? Ich muss eine Episode drehen. Ich glaube, hier ist keiner. Mal gucken. Ich glaube aber, ich habe irgendwo eine Taschenlampe. Hier unten habe ich was gefunden. Mal gucken. Hey! Wer bist du denn? Ein Glühwürmchen. Ach, wie süß. Und Licht ist wieder an. Vielen Dank, lieber Glühwurm. Was hat denn unser Glühwürmchen nur angestellt? Der bringt alles zum Leuchten, sogar unser Schleim. Ich werde euch heute ein echt cooles Rezept zeigen, wie ihr Glühschleim oder Leuchtschleim selber machen könnt. Am Tag lädt er sich mit Licht auf und in der Nacht leuchtet er. Mega cool, oder? Bleibt dran! Für den selbstgemachten Leucht- oder Glowschleim brauchst du Kleber. Du entscheidest selbst, ob du durchsichtigen oder weißen Kleber nehmen möchtest. Dann brauchst du Natron. Dieser Stoff sorgt dafür, dass unser Schleim zusammenkommt. Und damit unser Schleim auch leuchten kann, brauchst du eine spezielle Nachtleuchtfarbe. Diese findest du auf Amazon und aber auch in anderen Internetshops. Ich verlinke dir ein paar Shops in der Infobox. Dann brauchst du Kontaktlinsenlösung. Wichtig dabei ist, dass folgender Stoff in der Kontaktlinsenlösung enthalten ist. Natriumborat Dekahydrat. Dieser Inhaltsstoff ist sehr wichtig, denn ohne ihn würde aus dem Kleber auch kein Schleim werden. Dann brauchst du eine Schale und ein Stäbchen oder einen Löffel, um das Ganze umzurühren. Schleim lässt sich mit den richtigen Zutaten eigentlich ganz einfach herstellen. Als erstes gebt ihr den Kleber in eurer Schale hinein. Die Menge an Kleber bestimmt die Menge an Schleim. Also je mehr Kleber ihr nehmt, desto mehr Schleim habt ihr am Schluss. Und übrigens, das funktioniert leider nicht mit allen Klebern, da müsst ihr ein bisschen testen und herumprobieren. Ich benutze den Kleber der Firma Stylex. Diesen Kleber solltet ihr auch in Deutschland und Österreich kaufen können. Ihr könnt euch denken, was als nächstes drankommt. Genau, einen kleinen Schluck Kontaktlinsenlösung. Und mit kleinen Schluck meine ich natürlich nicht, dass ihr das trinken müsst, sondern nur ein kleines bisschen auf einmal in eure Schale geben müsst. Rührt das Ganze um und ihr werdet dann schnell merken, dass der Kleber eine schleimartige Konsistenz annehmen wird. Damit unsere Kleber-Kontaktlinsenlösung-Mischung zu echtem Schleim wird, braucht ihr eine klitzekleine Prise Natron. Seid aber vorsichtig, denn wenn ihr zu viel Natron hinzufügt, dann wird aus eurem Schleim eher ein Glibber und der wird auch schneller austrocknen. Also nur ein kleines bisschen auf einmal hinzugeben. Na, seht ihr? Das Ganze wird immer schleimiger, aber mir ist es noch nicht schleimig genug. Und deshalb wiederhole ich den ersten Schritt einfach nochmal. Ein bisschen Kontaktlinsenlösung, eine Prise Natron und dann habt ihr auch schon einen echt coolen Schleim. Und jetzt bringen wir unseren Schleim zum Leuchten. Und zwar mit einer speziellen Nachtleuchtfarbe. Die solltet ihr ganz einfach im Internet finden, falls ihr sie nicht in einem Shop in eurer Nähe finden solltet. Gebt die Farbe einfach zu eurem Schleim hinzu, rührt gut um und dann ist euer Spezial-Nachtleuchtschleim auch schon fertig. Na dann, auf was wartest du noch? Mach es doch nach! Daumen hoch, falls dir dieses Video gefallen hat und abonnieren nicht vergessen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dieses Video mit euren Freunden teilt. Na, liebe Bastelfreunde, DIY-interessierte und experimentierfreudige Menschen da draußen, habt ihr gesehen, wir haben heute einen mega coolen Glühschleim selber gemacht. Falls ihr da draußen noch mehr Schleimrezepte sehen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall auf meinem Kanal um. Klickt doch in der Infobox, denn ich habe euch hier unter diesem Video eine Playlist mit ganz vielen tollen Schleimrezepten verlinkt. Und falls ihr meinen Kanal toll findet, dann lasst doch ein Abo da, Daumen hoch und weitererzählen nicht vergessen. Na dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Falls du dir das Video bis hierhin angeschaut hast, also bis immer ganz am Schluss dabei bist, dann lass es mir doch mit einem lachenden Smiley in die Kommentare wissen. Ich bin mal gespannt, wer von euch immer bis ganz am Schluss dran bleibt. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonnier nicht vergessen, Daumen hoch, falls dir dieses Video gut gefallen hat, und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.